Hombres, mamo gamma for all, em habla español, ni soy gusto como es. I ain't here for the money, I ain't here for the fame. So, heute habe ich tatsächlich mal wieder ein Thema mit am Start. Nämlich soll es heute gehen, YouTube versus Twitch. Also was ich bevorzuge, jetzt aber nur im Sinne von Livestreams. Also ob ich lieber auf YouTube livestreame und auch für die Zukunft, wie das da aussieht. Weil ich da ja die Sachen so ein bisschen mal geändert habe. Ich habe, bevor ich angefangen habe, aktiv YouTube zu machen, habe ich eine Zeit lang... wieso habe ich keine Absorption? Und wieso habe ich noch drei Gaps, aber Regeneration bekommen? Auf jeden Fall, ich habe ja noch, bevor ich angefangen habe, aktiv YouTube zu machen, eine Zeit lang daily gestreamt auf Twitch oder fast daily, vielleicht mal irgendwie 6 Tage die Woche, sage ich erstmal, gestreamt. Ja. Wie dem sei, ich muss sagen, dadurch, dass meine ersten Livestreams auf YouTube waren, noch auf meinem alten Kanal, habe ich irgendwie so, auch wenn YouTube als Streaming-Plattform meines Erachtens absolut beschissen ist, irgendwie so eine Verbindung, sage ich jetzt mal dazu, also dass es halt irgendwie so ein bisschen oldschool ist, es ist halt für mich einfach so ein oldschool-Gefühl, deshalb habe ich auch lange Zeit, beziehungsweise ich habe ja anfangs immer auf Twitch gestreamt, so auf jeden Fall war es dann halt so, dass ich habe halt wirklich angefangen auf Twitch und war dann eine Zeit lang auf YouTube unterwegs, dann habe ich zum Beispiel gestern wieder auf Twitch gestreamt, also das geht halt wirklich in letzter Zeit einfach nur so hin und her, worauf ich gerade mehr Bock habe. Und eigentlich ist, finde ich es besser, wenn man so alles unter einem hat, sag ich jetzt mal. Also halt dementsprechend, dass es nicht so ist, hier livestreame ich, hier lade ich Videos hoch und so. Allerdings sage ich zum einen, wirklich Twitch viel angenehmer als Livestreaming-Plattform finde. Und irgendwie um alles unter einen Hut zu kriegen, das ohnehin für mich nicht mehr auf einer Website ist, weil ich hab Twitter, Instagram, YouTube, Twitch, theoretisch auch noch Ask.fm, wo ich aber nie was mache. Da ist dann halt irgendwie so ein bisschen zu spät, wenn ich alles unter einem kriegen möchte. Mal sowas wie Twitter kann ich halt auch nicht irgendwie auf YouTube machen. Auf jeden Fall, dazu muss ich einfach sagen, ich habe Twitch eigentlich auch ziemlich viel so auf meinem YouTube-Channel zu verdanken. Zum Beispiel habe ich über Twitch Res kennengelernt, über Twitch DT kennengelernt, über Twitch X Capital Bra kennengelernt, über Twitch Soulcraft kennengelernt. Also viele Leute, wo ich sagen muss, bei manchen weiß ich wirklich nicht, ob die noch gucken. Das könnt ihr mal, hier alle Leute, die meine Videos noch einigermaßen regelmäßig gucken, können ja mal irgendwas in die Kommentare schreiben. Keine Ahnung, was habe ich hier gerade offen? Force, Alan Walker Playlist mal wieder. Schreibt einfach mal Force in die Kommentare, wenn ihr meine Videos noch aktiv guckt. Lol. Wieso kommt das jetzt oben links? Das war eben noch nicht da. Glaube ich zumindest. Wenn nicht, dann seht ihr, welche Musik ich schön während der Aufnahme mal höre. Und warum ihr keine Desktop-Audio habt, wisst ihr jetzt. Auch für die, die es noch nicht wüssten. So, schreibt das einfach mal irgendwie in die Kommis. Aber ich habe halt ultra viele Leute so über Twitch kennengelernt. So, und auch die meisten Leute, die meine Videos schauen, glaube ich zumindest. Und zumindest die meisten Leute, die meine Streams aktiv schauen, unabhängig von YouTube oder Dings, habe ich an und für sich auch allesamt über Twitch kennengelernt. Deshalb entscheide ich mich, um ehrlich zu sein, einfach für Twitch, weil es einfach was ist. Ich habe Twitch viel zu verdanken auch und es ist besser für meines Erachtens als Streaming-Plattform. So Leute, also wenn ihr Lust habt, könnt ihr mich ultra gerne auf Twitch, könnt ihr mir followen, da heiße ich Gamer4AllLife. Ich hoffe, dass es euch gefallen hat. Wenn ja, würde ich mich ultra über 39 Abos, 34 Likes und 12.000 Kommis freuen. Person versteht sich. Bis dahin. Tschö mit dir.